Hallo. Nachricht an dich ist eine Methode, bei der die Teilnehmenden Nachrichten an die Interviewten aus dem Archiv der Flucht verfassen, zum Beispiel in Form von Sprachnachrichten, Videos, Texten oder Collagen. Dafür wird Padlet genutzt. Das ist eine Online-Pinnwand, die kollaborativ und im Browser nutzbar ist. Ein Merkmal dieser Methode ist, dass sie sehr niedrigschwellig bewusst angelegt ist. Zum einen, was das eben genannte Tool Padlet angeht, aber auch die technischen Voraussetzungen. So braucht man eigentlich nur ein Smartphone und ganz wichtig, einen Internetzugang. Das Ganze ist in seiner Basisvariante als Halbtagesworkshop angelegt, kann aber beliebig gestreckt werden, wenn zum Beispiel aufwendigere Medienproduktionen einen Raum finden sollen oder wenn verschiedene Schwerpunktthemen intensiver behandelt werden sollen. Die Oberthemen dieser Methode sind Fluchtursachen, der Prozess der Flucht und das Zurechtkommen in Deutschland. Ich habe verschiedene Videos vorausgewählt. Letztendlich eignen sich aber alle Videos dafür, hier genutzt zu werden. Hier sind die Sequenzen, die für die eben genannten Oberthemen relevant sind, zusammengefasst, damit die Teilnehmenden wissen, wo sie suchen sollen. Ziel dieses Ansatzes ist es, einen emotionalen Zugang zu ermöglichen zu den Themen Flucht und Migration, also sich nicht nur auf der inhaltlichen Ebene mit den Themen zu befassen, sondern über das Schauen der Videos und das Reflektieren in den Nachrichten, mit Hilfe der Nachrichten auf verschiedenen Ebenen, ob nun sprachlich, visuell, kreativ, wie auch immer, eben einen emotionalen Zugang und ein Verständnis zu schaffen, Interesse zu wecken für die Themen Flucht und Migration, um eben in einem nächsten Schritt auf der inhaltlichen Ebene Fragen zu diskutieren, sich mit den dort Besprochenen auseinanderzusetzen und zum Beispiel Fragen zu stellen an die Interviewten in den Nachrichten oder man kann auch politisch Position beziehen mittels dieser Nachrichten. Wichtig ist erstmal die emotionale Verarbeitung, und dann aber auch die Wissensvermittlung in der Gruppe und das Beantworten von relevanten Fragen, die garantiert auftauchen werden. So sieht ein solches Padlet aus. Zu Beginn eines Workshops bietet es sich an, zu schauen, was sind eigentlich Quellen, über die die Teilnehmenden sich über Flucht und Migration informieren, beziehungsweise ja, auf welchem Wege tun sie das, was sind die relevanten Quellen beziehungsweise medialen Bilder, die die Teilnehmenden vermittelt bekommen. Die Aufgabenstellungen für die Nachrichten, die jeweils alleine übrigens verfasst werden, sind relativ breit angelegt, um eben verschiedene, auch emotionale Zugänge der Teilnehmenden, um den Raum zu geben, um gucken zu können, was wirkt eigentlich nach und wie möchte ich mich hier mit dieser Nachricht ausdrücken. Hier hat zum Beispiel eine Person eine Sprachnachricht verfasst, eine andere Person hat einen Brief geschrieben und hier wurde gezeichnet. Mit einem Plus könnte ich hier relativ einfach entweder Medienprodukte hochladen oder auch direkt hier bearbeiten. Und das finde ich das Charmante am Padlet, dass ich zum Beispiel den Audiorekorder, die Kamera oder die Zeichnung, dass ich direkt hier im Tool arbeiten kann und dafür nicht extra Werkzeuge benötige. Padlet bietet im Kleinen auch die Möglichkeit, Social-Media-Prozesse abzubilden. Letztendlich, das könnte man im Workshop entweder auf einer Metaebene betrachten, wenn es um Kommunikation und Interaktion geht, aber ganz konkret eben auch hier mittels der Kommentarfunktionen sich gegenseitig Feedback zu den Nachrichten zu geben und das als Rückmeldungsmethode zu nutzen. Last but not least, dieses Padlet gibt es als OER, als Vorlage. Das kann gerne genutzt, geremixt und weiterverwendet werden. Viel Spaß dabei. Tschüss!